Endlich angekommen. Der Podcast für das Gefühl, das sich jeder Mensch wünscht für sein Leben. Willst auch du endlich zur richtigen Zeit am richtigen Ort die richtige Person sein und die tiefe Gewissheit in dir verspüren, vollkommen angekommen zu sein? Dann bist du hier genau richtig. Mein Name ist Steffi Christian und ich heiße dich ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meines Endlich angekommen Podcasts. Hey, hier ist wieder deine Steffi mit einer neuen Podcast-Folge und ich möchte dich einfach ganz kurz teilhaben lassen daran, wie es mir gerade geht. Ich fühle mich gerade vom Leben total gesegnet und habe gerade geweint vor Dankbarkeit und das geschieht in letzter Zeit öfter. Ich hatte jetzt schon ein paar Mal Momente und Tage, wo ich wirklich vor Demut und Dankbarkeit dem Leben gegenüber, der sich führen darf, geweint habe. Und ich wünsche einfach jedem Menschen, dass er das Geschenk Leben versteht. Viele von euch wissen, oder wenn du jetzt zuhörst, du hast es dir vielleicht gemerkt, ich habe schon ein paar Mal davon erzählt, ich wollte mir früher mal das Leben nehmen, weil ich mich nicht geliebt habe, ich überhaupt nicht wusste, warum ich da bin und ich auch das Leben nicht geliebt habe. Und dann bin ich durch mein Leben gesaust sozusagen, habe am Anfang alles kontrollieren wollen, weil es als Kind halt so wehgetan hat. Und irgendwann auf meiner Reise bin ich eben auf meine Mentoren gestoßen, unter anderem eben zu meinem lieben Damian Richter, der mir gezeigt hat, dass es da noch viel, viel mehr gibt. Damian war der erste Mensch, den ich im Leben wieder vertraut habe. Damian ist für mich eine ganz besondere Person. Der hat so ein unfassbar großes Herz und hat so großes vor auf diesem Planeten. Und ich teile seine Vision total. Und deswegen macht es mich auch stolz und glücklich, dass ich an seiner Seite die VAK-Coach-Ausbildung leiten darf. Und gerade die letzten Monate, während draußen Corona alles oder viele Dinge lahmgelegt hat, so hatte ich doch das große Glück, die Workshops weiter durchführen zu können. Und es ist jetzt November, wenn ich das Jahr Revue passieren lasse, ist so unfassbar viel passiert. Es sind so magische Dinge passiert. Mir kommen die Tränen, während ich das jetzt erzähle. Ich habe so unfassbar viele Menschen gesehen, die traurig, klein und ängstlich in unsere Workshops hineingekommen sind und die letztendlich durch diese 3 Tage, die gefühlt wie 3 Wochen sind, durchgegangen sind, es unfassbar oft Klick gemacht hat und die als Lichtsäule und ganz neue Person eben wieder rausgehen. Ich meine, als Lichtsäule sind sie schon reingekommen, doch ich glaube, vielen ist es gar nicht bewusst, was von ihrer Person ausgehen kann, wenn man sich eben bereit erklärt, dem Leben wieder zu vertrauen. Und das ist es, was ich auch als VAK-Coach-Leiterin den Teilnehmern immer näher bringen möchte, dass jeder von uns gut so ist, wie er ist und dass all die Dinge, die uns bisher widerfahren sind, ihren Sinn und ihre Berechtigung hatten und haben und dass es im Universum eben keine Fehler gibt, sondern den universellen Gesetzen folgend glaube ich, dass kein Regentropfen zufällig auf die Erde fällt und dass es überhaupt nichts Zufälliges gibt, sondern dass genau das zufällt, was fällig ist. Die hast du vielleicht schon mal gehört, diese Redewendung. Ich glaube ganz, ganz fest, dass jede Begegnung ein Segen ist und wenn wir uns darauf einlassen, auf dieses wunderbare Leben, wir eben tatsächlich wie die Raupe zum Schmetterling von der Dunkelheit ins Licht gehen. Immer mehr erkennend, wer wir wirklich sind. Und je mehr ich mich dem Leben hingebe, was ja auch eine weibliche Qualität ist, umso mehr werde ich vom Leben beschenkt, supportet, überrascht. Und die Magie, also ich kann das manchmal gar nicht in Worte fassen, wie magisch mein Leben in den letzten Jahren geworden ist. Ich war allerdings auch bereit, alles loszulassen. Ich war bereit, mein altes Umfeld liebevoll loszulassen, hinter mir zu lassen, weil es viele Menschen gab, die mich gar nicht verstanden haben. Ich war bereit, meine Praxen loszulassen, in denen ich über 35 Jahre als Physiotherapeutin gearbeitet habe. Ich war bereit, meine Selbstständigkeit als Physiotherapeutin nach über 27 Jahren vermeintlicher Sicherheit aufzugeben. Ich war bereit, mein Haus zu verkaufen und ich war bereit,
den Ort, an dem ich früher gewohnt habe, zu verlassen, obwohl ich das niemals vorgehabt habe. Ich habe mich tatsächlich von meinem Herzen leiten und lenken lassen und mir wird es immer mehr bewusst, seit vielen, vielen, vielen Jahren werden mir immer die richtigen Menschen in mein Leben geschickt, genau die, die mich eben supporten aufs nächste Level. Und ich wünsche mir, dass mehr Menschen eben erkennen, dass wir alle eins sind, dass wir zusammengehören, dass eben wir aus der Trennung in die Verbindung gehen dürfen und dass, wenn ich an jemanden anders etwas wahrnehme, es ja letztendlich der Spiegel meiner Innenwelt ist. Also alle Menschen im Außen, so ist es meine Wahrheit, haben für mich eine Botschaft und die Anteile, die ich an ihnen sehe, die sind auch in mir drin. Also, die Welt da draußen ist eine riesengroße Projektionsfläche meiner Innenwelt. Und wenn ich beispielsweise auf einer Bühne stehe, dann bin ich eben die Projektionsfläche für all die Gedanken der Teilnehmer, die in meinen Workshops sitzen. Und dieses Bewusstsein weiterzugeben, das macht mir unfassbar viel Spaß. Und es kommt eben so viel Magie in meinem Leben, so viel Herzlichkeit, so viel Dankbarkeit zurück, dass ich mich an dieser Stelle einfach auch in diesem Podcast bei dir bedanken möchte, beim Leben bedanken möchte, dafür, was ich für Geschenke von morgens bis abends bekomme. Es ist mir eine unfassbare Freude, Menschen ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Zum Beispiel, wenn die Postfrau mir meine Pakete bringt und ich lasse jede Menge kommen, weil ich gerade noch eine Wohnung angemietet habe, aus bestimmten Gründen für meine Firma. Wenn die Postboten kommen, einfach einen kleinen Obolus dazulassen, wenn jemand mir einen Dienst erweist, ihm eben was zu geben. Und ich habe es gerade vom letzten Workshop erzählt. Du kennst vielleicht diese Menschen früher, die, wenn du Geburtstag irgendwas gebracht hast, eben notieren, so ungefähr wie, hey, wie viel hat die Person mir jetzt geschenkt? Meine ehemalige Schwiegermutter hat zum Beispiel notiert, wer hat sie alles zum Geburtstag angerufen, damit sie dann nicht vergisst, diese Leute wieder beim Geburtstag anzurufen und so weiter und so fort. Das hat sie natürlich nach bestem Wissen und Gewissen getan und sie hat es halt nicht anders gewusst. Aber ich bin einfach jemand, der ganz, ganz viel Liebe aussendet und aber dafür auch ganz, ganz viel Liebe empfangen darf. Also, was will ich damit sagen? In dem Moment, wo wir bedingungslos Liebe aussenden, kommt auch bedingungslose Liebe zurück. In dem Moment, wo ich Menschen wertschätze für das, was sie tun oder für das, was ich in ihnen sehe, passiert ganz viel in den Menschen. Und das, was ich in Liebe aussende, und das mache ich von morgens bis abends, das bekomme ich eben im Leben auf einer ganz anderen Art und Weise wieder zurück, niemals auf der gleichen Ebene. Und ich sende das eben nicht aus an Bedingungen geknüpft, sondern ich gebe und gebe und gebe und gebe von Herzen. Und dadurch, dass ich so von Herzen gebe, werde ich vom Leben immer mehr beschenkt. Und das kommt aus allen möglichen Richtungen zu mir. Und dafür bin ich so unfassbar dankbar. Und ich wollte das jetzt einfach mit dir teilen. Vielleicht klingt die Folge ein bisschen durcheinander, aber genau so bin ich. Gerade etwas durcheinander geschüttelt und gerührt, weil ich so demütig und dankbar bin für das Leben, das ich führen darf. Ich habe gerade eine Spende machen dürfen für die Powerherzen für Afrika und war da so berührt, weil ich an die Momente gedacht habe, die ich damals mit Sasi und den anderen erleben durfte, als wir in Sasi und in Kamerun gewesen sind. Und ihr wisst, es ist mein großes Herzensprojekt, dort Schulen zu bauen und zwar dort, wo sie gebraucht werden. Und ich habe gerade mit Sasi telefoniert, der gerade in dem Moment, als ich so berührt war, ein Bild von den Kindern vor sich liegen hatte. Und ich finde, das Universum ist doch so perfekt. Das ist so ein Zusammenspiel, das ist schon, das grenzt also jeden Tag an Wunder. Ich wünsche mir einfach, dass du noch mehr die Wunder dieses Lebens erkennst, dass du die Botschaften der Engel siehst den ganzen Tag und dass du einfach dafür dankbar bist, dass du deinen Fokus weglenkst vom Drama, von der Trennung hin in das, was das Geschenk ist und hin in die Verbindung. Und wenn das alle Menschen machen, dann glaube ich, ist auch Corona bald vorbei, denn in meiner Wahrnehmung ist Corona, besagt ja die Krone der Schöpfung, ist tatsächlich so, dass die geistige Welt uns halt die Masken sichtbar macht, die wir sowieso die ganze Zeit getragen haben. Und das sage ich auch immer auf meinen Workshops.
dass alle Menschen, wenn sie authentisch und voller Liebe sind, dem Nächsten gegenüber, wir eben gar keine Masken mehr brauchen. Dass wir uns einfach so zeigen, wie wir sind, verletzlich mit all den Anteilen, die zu uns gehören, denn nur dann sind wir ganz. Nur dann können wir tatsächlich voll in unserer Kraft stehen und strahlen und erkennen, dass alles göttlich ist. Und ich wünsche dir, dass du erkennst, dass alles, was in dir ist, an dir ist, in deinem Leben ist, eben göttlich ist, dass du aufhörst, Dinge wegzuschieben und zu verneinen, denn sie sind ja schon da. Beweis, sie sind schon da. Also nimm das Leben so, wie es kommt. Ich sage immer zu meinen Klienten und zu meinen lieben Freunden, nimm doch einfach das Leben wie so eine Welle und surf diese Welle. Ne? Heute ist, glaube ich, Portaltag. Das sind Tage, an denen besonders viel hochkommt bei einigen. Andere fühlen sich besonders gesegnet. So geht's mir inzwischen. Also da ist die Verbindung zur geistigen Welt noch viel, viel tiefer in meiner Wahrnehmung. Und so kann ich eben immer mehr die Geschenke des Lebens annehmen. Und heute bin ich extrem dankbar dafür, dass ich eben damals nicht gegangen bin, obwohl ich schon das Licht am anderen Ende des Tunnels gesehen habe. Und ich bin heute so dankbar für jede einzelne Erfahrung, für all die Niederlagen, die ich vermeintlich erleben durfte, bin ich heute extrem dankbar. Vielleicht ist es auch so, weil mir heute eine Klientin gerade geschrieben hat, dass sie in der Klinik ist. Sie wollte sich aus diesem Leben schleichen. Vielleicht ist es mir deswegen nochmal so bewusst geworden und es war ein Aspekt der Heilung. Fällt mir jetzt gerade so ein, während ich mit dir rede, anzuerkennen, wie wunderschön dieses Leben ist, wenn du denn einmal Ja sagst. Ja sagst zu allem, was ist. Ohne das zu bewerten, ohne irgendwas wegmachen zu wollen, einfach Ja zum Leben sagst und die Geschenke darin erkennst. Ich hoffe, das hat jetzt in irgendeiner Weise für dich einen Sinn ergeben. So bin ich. Ich muss manchmal selber lachen über die Dinge, die ich erzähle. Ich bin im Coaching, also im Coaching habe ich manchmal das Gefühl, es müsste eigentlich ein Mikrofon mitlaufen bei all den Dingen, die da rausfließen in Richtung Klient. Und es wird immer schöner, je mehr wir uns anerkennen, so wie wir sind. In diesem Sinne wünsche ich dir jetzt einen zauberhaften Tag. Danke dir für deine Zeit. Danke, dass ich diesen Moment mit dir teilen durfte und ja, bis zur nächsten Podcast-Folge. In Liebe von Herzen, deine Steffi. Mich hast du ja jetzt schon ein bisschen kennengelernt und ich habe dir erzählt, ich hatte in meiner Kindheit doch ganz schön viel Drama. Heute bin ich jedoch extrem glücklich und habe meinen Fokus vollkommen weg von dem Drama gerichtet. Und wenn ich das kann, dann kann das jeder. Ich habe vor einiger Zeit eine CD erschaffen mit dem Titel Schreibe deine Kindheit neu. Das ist eine Meditations-CD, die ich dir von ganzem Herzen empfehle. Die kannst du wieder und wieder anwenden, solange bis dein inneres Kind tatsächlich vollkommen glücklich ist. Geh dazu auf meine Seite unter www.steffichristian.com.